Kinder, ne? Hey! Hi. Na? Na? Schaffen wir es zum Sommerfest heute? Hoffentlich. Musst du nicht noch zwei Listen fertig machen? Ja, aber finde ich ganz cool, dass ich die alleine so schreiben darf mit den Ersatzteilen. Glaube ich. Muss auch noch die Einkaufspreise dafür fragen, aber das schaffe ich bestimmt noch heute. Ich muss auch nur noch ein paar Zeichnungen ausdrucken. Ach, und ich soll euch sagen, dass wir noch das Kopierpapier aus dem Lager holen sollen. Aber wenn die Azubis aus der Fertigung schon da unten sind, warum tragen die das nicht gleich hoch? Stimmt, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Morgen. Guten Morgen. Ey, Mathis, was macht ihr hier oben eigentlich den ganzen Tag? Wir haben hier gerade eine Teambesprechung, wer heute welche Aufgaben zu erledigen hat. Und zwar, Niklas dreht nachher noch schnell eine Welle. Luca montiert ein Werkzeug auf. Name, die Alex und ich fräsen. Morgen. Moin. Moin, Lukas. Moin, Christian. Oha, warum seid ihr so spät? Wir haben hier oben Gleitzeit. Ihr könnt von 6 bis 8 hier anfangen. Ach ja. So, montiert ihr noch den Schaltschrank und das Hydraulikaggregat muss noch fertig gemacht werden. Klar, machen wir. So, Alex, wir gehen zur Fräse. Kommt doch einfach mit. Selbst an solchen Maschinen werden Azubis von Azubis angelernt. Mathis, was war nochmal der Schritt G43 innen ab? Guck dir nochmal die Zeichnung an, dann siehst du es. Also hier werden jetzt die Oberflächen und Konturen der Werkzeugaufnahme gefräst, die Luca nachher noch einbauen muss. Aber ich muss jetzt erstmal weiter programmieren. Alles klar. Viel Spaß. Danke. So, ich zeige euch jetzt das Drehen. Den Vorschub und die Drehzahl habe ich anhand des Tabellenbuches ausgerechnet. Und alles schon richtig eingestellt. Können wir jetzt eigentlich loslegen mit dem Längsdrehen. Das wird angewendet, um den richtigen Durchmesser des Teils zu erhalten. Dann gibt es noch das Planendrehen. Da halten wir die Länge, die auf Zeichnung entsteht. So, das Teil ist jetzt fertig. Hi, komm mit, ich zeige euch, was ich hier mache. Ich setze jetzt den Stempel in die Stempelaufnahme und befestige ihn dann am Bügel. Okay, das war's auch schon. Das ist ja einfach. Hi. Wir hier als Mechatroniker machen hauptsächlich Elektrik für Schaltschränke und schließen auch alles an die Schaltschränke an. Bin jetzt gerade dabei, das Bedienfeld für den Schaltschrank anzuschließen, was das ganze Aggregat steuert. Genau. Und wir als Mechatroniker machen eben nicht nur die Elektrik, sondern auch Hydraulik und Pneumatik. Hier zum Beispiel habe ich gerade das Druckbegrenzungsventil eingebaut, um den richtigen Betriebsdruck einzustellen. Lukas, ich wäre dann soweit. Ja, ich bin jetzt soweit. Ich auch. Na gut, dann können wir gucken, was die anderen machen. Also mit dem Tablet kann man jetzt mehrere Programme und verschiedene Parameter einstellen, wie zum Beispiel die Blechdicke oder mit wie viel Kraft der Bügel zufahren soll. Der Verfahrweg kann damit natürlich auch eingestellt werden. Und das machen wir hier oben den ganzen Tag. Cool. Wow. So, 50 Uhr. Feierabend, würde ich sagen. Und jetzt kommst du.